Es ist ein schwieriges Jahr, das 2020. Rückblickend habe ich das Gefühl, eine schlechte Nachricht hat die nächste gejagt. Im Januar riesige Buschbrände in Australien, im Februar Brexit und die Schweiz mit einer weltweiten Spionageaffäre. Und währenddessen sterben in China die Menschen an einem neuen Virus namens SARS-CoV-2. Zwar haben wir schon davon erfahren, aber verstanden haben wir es noch nicht. China ist schließlich weit weg. Erst als die WHO von einer weltweiten Pandemie redet, ist uns klar geworden, China ist längstens schon bei uns. Ich habe es am Radio gehört, wo damals der Bundesrat den Notstand ausgerufen hat. Läden, Restaurant und Schulen geschlossen, die Grenzen zu, die Armee im Einsatz. Und da war mir schon bewusst gewesen, ab heute gibt es ein Vorher und ein Nachher. Ich habe mir grosse Sorgen gemacht. Um die Stadt Winterthur, die Menschen, die hier leben, die Unternehmungen, Kulturbetriebe, Sportvereine und um die Familie. Ich habe von zu Hause aus gearbeitet. Als Stadtpräsident ist das möglich. Physisch zwar weg, aber mit Kopf und Herz immer vor Ort. Es hat in diesen schwierigen Stunden aber auch Lichtblick gegeben. Die grosse Solidarität innerhalb der Winterthurer Bevölkerung war berührend. Die Menschen haben Rücksicht genommen, haben sich grosszügig und dankbar gezeigt. Mit den warmen Temperaturen sind auch die Menschen dann wieder ins städtische Leben zurückgekommen. Viele haben auf Wochen von Ausnahmezustand zurückgeschaut, auf Tage voller emotionaler Berg- und Talfahrt. Die Reaktionen aus der Bevölkerung, die mich erreicht haben, haben deutlich gemacht, wie einschneidend die Folgen des Lockdowns waren. Auch das politische Leben hat sich zurückgemolden. Motionen mussten beantwortet werden, Debatten geführt, Geschäfte beschlossen. Zwar hat Corona immer weiterhin mitgeschwungen, hat aber die politische Agenda nicht mehr so dominiert. Wir sind auf dem Weg zu einem Stück Normalität, wenn auch nur vorübergehend. Dann Ende August sind die Fallzahlen plötzlich wieder rasant gestiegen. Was niemand gedacht hätte, ist plötzlich wahr geworden. Die Schweiz ein Risikogebiet. Jede und jede war irgendwann und irgendwie betroffen gewesen. Corona ist noch lange nicht überstanden. Wir werden weiter unter erschwerten Umständen müssen leben und arbeiten. Aber als Stadtpräsident von dieser wunderschönen Stadt weiss ich kann auf die Bevölkerung verlassen. Eine Bevölkerung, die mitträgt, mitdenkt, mitformt und mitlebt. Ich weiss, dass gemeinsam mit den vielen Menschen hier, mit der Politik, der Wirtschaft, der Bildung, der Wissenschaft, dem Sport und der Kultur, wir die Krise werden meistern. Dazu müssen wir aber in den nächsten Tagen uns an die Schutzmassnahmen vom Bund und vom Kanton halten. Unbedingt. Auch wenn es uns schwerfällt. Auch wenn wir müde sind. Auch wenn wir erneut ein Stück persönlicher Freiheit daran hergeben müssen. Aber nur so wird es gelingen, das Virus einzudämmen. Liebe Winterthurerinnen und Winterthurer, wir stehen vor dem 2021. Ich bin überzeugt, das Jahr wird besser werden. Und wie heisst es in der Weihnachtsgeschichte? Ihr müsst keine Angst haben. Mit Mut, Gelassenheit und Zuversicht gehen wir über die Festtage und nehmen das nächste Jahr. Im Namen vom Stadtrat wünsche ich Ihnen ganz schöne und erholsame Festtage und einen guten Start ins neue Jahr.